So, wir sind live, Thomas. Was denn? Wir sind live hier. Mal sehen, hast du? Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Gucken, wo das Bild kommt. Sieht das geil aus. So schön hinter der. Ja, ja. So, Thomas, grüß mal die Leute hier. Ein wunderschönen guten Tag. Ja. Herrlich. Herrlich. Warum hast du denn einen roten und einen blauen Stab? Glaube ich mir abgeguckt. Den Leuchtstab. Hast du dir abgeguckt? Von den Trommlern. Thomas, ich brauche noch Schwarzlicht. Thomas, weißt du, was dir am besten gefällt an deinem kleinen Stand? Mir gefällt das hier am besten. Bleib bitte bei mir, sonst bringen Sie zu Papa zurück. Geil. Was hast du zu meinem neuen Anzug, den ich hier geschenkt gekriegt habe? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sollen die Leute sagen. Das habe ich von einem Koch geschenkt. Ach wirklich? Das ist eine Kochklamotte? Ja, von Alex. Sieht aber erst wie so ein Weihnachtsmann. Dann gib dich Samt, dann kommt wahrscheinlich ein Waschen. Den kannst du doch ja nicht. Senf rein. Das war der Gag von früher, ne? Das soll ja Glück bringen. Ja, hast du bei dreien mal gemacht, weiß ich. Und da rein war es um Glück haben. Ich hab ihn nie erwischt. Thomas, du siehst schlank aus in dem roten Anzug. Ja? Ja, wirklich. Muss man schon sagen. So, Bild hält. Lecker Pfannkuchen schreiben die Leute. Pfannkuchen? Was ein super geiler Stream. Thomas, du hast jetzt schon 130 Leute hier zugucken. Du siehst aus wie Krogi in seriös steht da gerade, aber das ist Quatsch. Schau mal hin, das ist richtig. Nein, die hören dich. Ich brauche nicht schreiben, die hören dich. Das ist richtig. Thomas, die Leute sagen, es ist ein Kreppel.
Ich würde auch gerne noch so einen Limoncello-Trick. Endlich weiß ich, wie die Marmelade in den Berliner kommt. Christoph, grüß dich. Das musst du doch schon. Das kennen wir doch schon. Aber du guckst gar nicht mehr hin, ne? Wo doch? Was? Du guckst da gar nicht mehr hin. Und das Verrückte ist ja, die Berliner sind immer noch heiß. Man glaubt das ja gar nicht. Nee, die sind arschkalt. Man glaubt das ja gar nicht, wenn die aus dem heißen Fett kommen. Das ist mein Mann. So. Ist auch gar kein Zucker in der Marmelade. Nein, das ist mein Mann. Eigentlich könnte der Marmelade auch pumpen. Also ist das dein Pumpen? Wenn du pumpen gehst, meinst du das? Das Pumpen, ja. Wir gehen ins Fitnessstudio. Und du pumpst den Saft in die Berliner. 5 Stunden lang pumpen. Gott, Stromberg, richtig geil. Warte, schnell sein, das ist klar. Jetzt das ist eine entscheidende Sache jetzt, Leute. Jetzt werden die Berliner sozusagen mit dem Fett verheiratet. Genau. Jetzt kommt der schnell neue, weißt du? So schnell neue. Hammer. Guck mal, alle da, Chat. Warum ist das nicht scharf? Ja, wir gehen mal ein bisschen an die Seite. Hier ist gut was los beim Geschäft von meinem Bruder, muss ich sagen. Weil die alle das riechen. Die riechen die frischen Berliner. Und Lord Stromberg, vielen Dank für dein Abo. Ihr kommt ja gut ran jetzt. 200 Leute schon, nicht schlecht. Sind das nicht Krapfen? Nein, nein, das klären wir jetzt. Wo ist das? In Quakenbrück. Bäckerei Krogmann, das ist Thomas, mein Bruder. Der baut gerade Krapfenkreppel-Berliner zusammen, Pfannkuchen. Was ist das? Ja, anscheinend Kreppel. Kreppel? Anscheinend Kreppel, Thomas. Kreppel. Die heißen Kreppel, schreibt hier jemand. Aber das ist Quatsch. Die heißen die Berliner. Passt euch mal an. Passt euch mal mit Thomas' Namen hier uns an. Uns heißen immer Berliner. Und Angry Hoshi schreibt, das heißt Pfannkuchen. Aber was ist denn Pfannkuchen bei Bier? Das ist doch völlig bescheuert. Nee. So, jetzt geht's da rein. So, jetzt könnt ihr es verfolgen. Jetzt geht's da rein. In die Auslage. Zum Geschäft. Und da läuft das Geschäft richtig gut. Berlin heißen die, auch im Ausland. So nämlich. Komm, wir müssen schnell Guss-Berliner machen. Oh, Guss-Berliner, machen wir schnell. Dann kommst du dann. Ja, wo gehen wir hin? Gehen wir in die Küche, ja. Alles wir klar. Wir hier machen, aber ich in der Küche so machen. Nee, das ist gut. Machen wir in der Küche die Guss-Berliner. Deine Berliner sind lecker. Schön. Wir haben sie gerade probiert. Das war lecker. Das hast du Glück gehabt, Thomas. Das hast du Glück gehabt. Das wäre auch witzig. Das wäre auch richtig schön. Noch nie so schlechte Berliner gegessen. Was hast du für eine Füllung? Himbeer? Meerfrucht? Das ist einfach, das gibt es nicht, Thomas. Meerfrucht ist. Das heißt so nicht. Ja, das kann das. Das heißt so, auf keinen Fall heißt das so. Problem ist ja, das muss ja immer so, weißt du, wir sind noch. Passt doch nicht, sondern passiert, ne? Ja. Machst du welche mit Eierlikör? Wird dir gerade gefragt. Ja, die sind aber schon weg. Die sind schon weg? Ja. Ah ja. Aber wir können ja noch welche machen. Mit Senf wurde auch gerade gefragt, kennen auch anscheinend Leute. Ist aber mehr sowas im Norden, glaube ich, ne? Senf? Mhm. Mehr Frucht heißt das, wenn das Fallobst. Fallobst. Das war das. Wenn mehr Fallobst am Boden. Ja. Ja. Schönen Gruß aus Meppen, Thomas. Das kann ja. Nee, einfach nur Gruß aus Meppen. Ich du hast gerade. Ja, weiß nicht, bestimmt. Du hast schon 300 Leute gerade, die dir zugucken. Ja. Der Zucker nicht in die Marmelade. Und jemand aus Franken schreibt auch, die kennt es auch mit Senf. Übrigens. Wer? Aus Franken. Okay. Das ist ja in Süddeutschland, Thomas. Ne? Was kann man da machen? Da kriegt man auch Senf in die Berliner wohl. Machen wir gleich. Ja. Wir nehmen nur einen Berliner mit, weil dann hat man ja Glück in der Latte. Bei 10 muss man ja noch. Ja, das finde ich gut, Thomas, das machen wir. Komm, wir müssen schnell aber. Ja, alles klar, komm ich mit. Mit Zucker, aber hier steht ungefüllt drunter. So. Ist das hier die Küche? Das ist die Küche. Ist das hier die Küche? Wo? Ja. Was ist das? Spritzende Alter, ist das ekelhaft. Boah, ich kotze gleich. Geiler Senf. Gute Senf. Pack das schön rein jetzt. Nee, warte, die nicht. Pack das doch schön rein. Die nicht. Und da läuft's wieder. Da sind wir wieder, Chat. So. Immer mit Senf. Das ist ja der gute Eierlikör, ne? Der Premium. Das ist der Premium-Eierlikör. Das ist auch vollmundig.
Welcher Senf ist das? Wird gefragt. Ist das guter Senf? Eigentlich muss der ja extra scharf sein. Aber den habe ich mir, ganz ehrlich gesagt, habe ich mir den vom Nachbarnrestaurant eben genommen. Ja. So, Chat, geht's wieder? Chat, bin ich wieder da? Ich musste rausgehen. Ich musste aus der Metallküche rausgehen. Zu viel Metall. We back. Gott sei Dank. Alles andere wäre auch Quatsch gewesen. Also erst wollte ich euch zeigen, wie geil das aussieht. Ich war ein bisschen leiser. Das ist das Café von meinem Bruder, von Thomas, wo die Leute vorne stehen, wo die warten, wo die große Menschenansammlung ist. Und Thomas hat sich direkt davor, da kommt er gerade im Roten raus, direkt davor hat er sich einen kleinen Stand gebaut, um Berliner zu backen. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Bizeps, vielen Dank. Ich setze mich jetzt einfach dazu. Ist doch egal, wenn die Leute sich ein bisschen, ne, wenn das ein bisschen nervt für die. Wir müssen uns angucken, wie man Berliner macht. Das ist viel wichtiger. Das ist das einzig Wahre, was zählt. Eigentlich war was fehlt. Ey, Spatzen, gestern kamen 1600 Euro zusammen, richtig krass. Super interessant zu sehen, ja geil, dann gehen wir wieder rein. Vielleicht haben wir auch irgendwie noch, weiß nicht, anderes Netz innen drin, aber da ist alles abgebrochen. Tut mir leid. Egal. Ich setze mich jetzt einfach dahin. Moin, moin. So. So, hallo. Machst du neue? Neu? Da schon wieder welche drin, ja, alles klar. Ja, also innen drin haben wir zu schlechte Verbindung, Thomas, das geht nicht. Das ist, du hast zu viel Blei verbaut hast in den Wänden. Hast du denn mal ins Netz nicht angewählt? Nee, habe ich nicht. Aber ich dachte, ich mache so eine Undercover-Berliner-Tour, weißt du? Ich setze mich einfach hier auf so Stühle und filme mich dann so von der Seite. Wie machst du meins? Nee, sieht gut aus. Wie viele Leute, also was würdest du da empfehlen? Wie viel sollte man pro Person kaufen? Berliner? Ja. 50. Nur, dass wir da Bescheid wissen. Finde ich nicht gut. Würde ich auch entgegenkommen. Preislich, willst du einen umsonst? Einen extra machen. Das ist doch gut. Sogar. Ja, die Leute fragen tatsächlich zu Recht, warum haben die Stäbe unterschiedliche Farben? Ich denke mal, das eine, der rote ist für die rechte Hand wahrscheinlich. Gehe ich davon aus. Oder hast du mal so einen Doppelpack gekauft? Eins in Rot, eins in Blau und hast du jeweils einen verloren? Gibt es mal gratis dazu, weißt du? Wenn du Berliner backst. Gab's mal so. Ich glaube, die habe ich nie gekauft. Ich glaube, die habe ich lieber geschlachtet, weil der genommen ist, weißt du nicht. Das weiß ich gar nicht. Krauter36 schreibt, ich glaube, du bist Star Wars Fan. Star Wars Fan? Vielleicht bist du Star Wars Fan.
Plus und Minus. Du hattest mal so eine imposante Riesenmaschine, wo man 1000 Dinge auf einmal drehen konnte. Das hat sich wohl nicht rentiert, was? Doch. Gut. Aber die ist ja nicht hier. Das ist ja hier. Ach, die hast du noch, oder was? Hast du die noch, die Maschine? Ja, diese große, die dir mal, die mal auf dem Marktplatz umgekippt ist. Wo das Fett auf dem Marktplatz lag. Du. Hast du die noch? Natürlich habe ich die noch. Ja. Ist aber nicht leichter geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mal ein bisschen runterdrücken, damit der Kran hier ist jemand, schreibt jemand, ich übersetze es dir auf Deutsch, ne? Ich habe gesagt, es ist so befriedigend zu sehen, wenn jemand sein Handwerk versteht und einfach nur produziert, Thomas. Und damit meinen sie dich. So. Ist das nicht schön? Das ist total schön. Vielleicht kriegen wir erstmal einen Kaffee. Ja, bitte. Kaffee, aber können wir draußen noch trinken? Ja, komm mal. Draußen. Oder auf dem Europabrunnen. Sollen wir abhängen in der City. Krugi plaudert aus dem Nähkästchen. Wir können ja mal den Leser besuchen, einmal kurz. Ob der schon kocht. Ja, weiß ich nicht, ob das. Ja, muss man vielleicht die Kamera ausmachen. So. Ich glaube, man sollte. Thomas, man kann nicht überall mit Kamera rein spazieren, das geht nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Nee, aber ich. Das sieht auch schön. Du kannst natürlich auch einen Vorwarn. Chat ist hier Verbindung noch. Ist die noch gut? Ja, ne? Ich glaube schon. Also, was ich sagen will, ist, so werden die also befüllt. Das finden die Leute spannend, Thomas. Wie das befüllt wird? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das weiß jeder. Nee, das weiß ich nicht. Nee. Wenn man da jetzt unten statt Marmelade Heroin reintut, Thomas. Ich muss so viermal drücken. Statt einmal. Frage für den Chat. Schön. Du hast ja auch ein schönes Licht gemacht mit dem Baustrahler. Ja. Das gefällt mir. Er hat was von, so einer ganz schönen Gemütlichkeit. Oh, hier, guck mal, jetzt sind wir ganz krassen Sachen auf der Spur. Thomas, manche haben 3 Pumps gekriegt und manche 4. Gleich wieder aus. Aber hier schreibt er, ich wusste es. Ich wusste, dass das passiert. Ich bringe ihn weg. Ne? Ja, alles klar. Tschüss, Thomas. Ich kriege immer 3 Pump, Berliner. Sehr gut. Ach, schön, Chat. Ist er wieder drin. Macht wohl Bock, oder? Chat? Macht wohl Bock? Nee, ich mache jetzt keine. Sind viele Leute. Das ist einfach. Nee, mach ich jetzt nicht. Ich habe dies ja auch mal versucht, welche zu machen. Zu derb gepumpt. Bin ich da schön geplant. Das ist ziemlich witzig. Das ist ziemlich witzig, muss ich sagen. Vielen Dank, Black Beast of Ark. Oh, es sind viele Leute. Sehr nice. Das werde ich Thomas gleich mal erzählen. Würde sich freuen. Warte mal kurz. Ja, es ist Live Baking. Ja, Berliner mit Bautzner gibt es auf jeden Fall. Also es ist nicht nur Florentina, das ist ein Brauch. Haben wir. Thomas hat gerade schon gezeigt den Senf. Das ist richtig eklig. Völlig ekelhaft. Da kommt er wieder. Wie kann ich denn die Kategorie ändern? Kann ich mal jemanden ändern? Nee, das soll nicht Musik sein. Ja, es soll das Chatting sein. Ich gehe innen rum, ja? Und nee, da ist das Auto. Ja, alles klar. Mal, Leute, jetzt geht's hier. Ich stech dich ab. Komm, kannst rein. Ja. Ich stech dich ab, Thomas. Ich geh zuerst rein. Doch, ich stech zu. Ordnung muss sein. Ich merke das wohl. Gibt's hier Dokumente, die man zeigen darf? Nee, ne? Doch, hier, pass auf, das ist ein Brötchenschmierer. Wie geht der? Gab's vom Backmeister. Was soll das sein, wirklich? Ein Brötchenschmierer. Nein, das ist kein. Wirklich, das ist offiziell? Von Riso. Das ist ein offizielles Handtuch? Das ist ein Tool? Handwerk. Nein. Handwerk noch groß geschmiert. Nee, wirklich? Na, ich denke einfach, wenn man mal so ein Brötchen unterwegs essen will, hat man ein ordentliches Schmiergerät. Thomas, achte auf die Autos. Ich muss mich auch anschneiden, aber ich bin ja im Auslieferungsmodus. Nee, muss nicht wirklich. Wenn man sich immer ausliefert, dann kann man auch. Da kommt die Schale. Hallo. Oh, jetzt sind wir ganz. Das ist doch nur geil. Warum ist es sitzen geblieben? Dass wir uns anschneiden wollen. Ich glaube, das gibt es nämlich nicht mehr, dass man das darf beim Ausliefern.
Ich wusste gar nicht, dass Krogmann eine Bäckerei hat. Na klar, Thomas Krogmann hat die. Wusste ich auch nicht. Thomas Krogmann hat die. Hab ich heute erfahren. Thomas, 500 Leute gucken dir schon zu. Wie schön du. Das möchte ich wirklich gerne. Das sieht so scheiße aus. Benutzt das bitte nur noch. Das kannst du wahrscheinlich auch für Tapet abreißen und für Spachteln. Da machst du einfach, dann nimmst du den Remouladepot einmal rein und 6 Brötchen auf einmal. Zack, zack. Wir machen gleich eine schöne Suppe. Machst du uns eine Suppe gleich? Ja, eine schöne Suppe. Wer anderen ein Brötchen schmiert, braucht ein Brötchen-Schmiergerät, Thomas. Schmiergerät. Ja. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, so ist es. So ist es. So ist es, Thomas. Thomas, hast du schon mal geträumt, dass du auf eine Messerschießerei kommst und du hast ein Brötchen-Schmiermesser statt einer... Zum Abwehren. Statt einer Vorsicht, die läuft. Die ist geisteskrank. Das weiß ich nicht. Nee, ist stehen geblieben. Das weiß ich nicht. So, pass auf. Jetzt sind wir doch flugs hier. Ja. Parken hier nochmal. Thomas hat nämlich auch einen Kiosk. Also, falls ihr ein Alkoholproblem habt, bei Thomas kriegt ihr. Bekommt ihr bei Thomas bekommt ihr die kleinen Flaschen. So, ich steige mit aus, ich will das alles sehen. Zeitung, Thomas hat alles. Das hier ist ein Paradies, Leute. Das hier ist das Paradies. Das ist das wahre, das ist das echte Leben. Ohne Scheiß. Ja, Zeitschrift, da träumt ihr von. Chat, ohne Witz. Das ist einfach krass. So. Hallo. Hallo. So, jetzt gucken wir, was hier los ist. Jetzt gucken wir. Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. So, jetzt gucken wir uns mal die Zeitschriften an. Hallo. Das ist ja wohl nur Hammer hier. Thomas, hier, was ist denn hier los? Alter. Das ist ja. Hast du eine Lieblingszeitschrift? Ja, Playboy. Ja? Nee, das darf ich nicht zeigen. Da steht Thomas immer. Nee, kann ich nicht zeigen. Bei Brustwarzen wirst du sofort gesperrt bei Twitch. Ist so. Playboy ist doch Kunst. Nee, da wirst du trotzdem gesperrt. Das geht nicht. Wir lieben Multicolor. Hast du noch Berliner hier wo liegen? Oder nee. Nur noch was du jetzt hier hast? Ist das auch noch alles voll? Ja. Okay. Ja, dann nehme ich nochmal lustigen Stücken mit. Aber hast du keine richtigen Schmuddelhefte, Thomas? Schmuddelhefte gibt es ja nicht mehr. Gibt es keine Schmuddelhefte mehr? Es gibt das Internet, ja. Genau. Ach so, ah genau, ja gut. Wenn es das Internet gibt, ja. Sind die Schmuddelhefte vom Markt. Ich muss wissen, wo ich nicht hinfilme, alles klar. Okay, jetzt gucken wir mal lieber hier. Hier ist besser. Nimm dir doch mal, was du noch haben. Nee, ich darf das will nicht zeigen. Das ist ganz wichtig. Ich darf das alles nicht zeigen. So. Christian, nur irgendwas du noch haben willst am Berliner. Wissen wir, es muss ja noch. Stunde hast du ja noch. Also, hab ich noch. Alter, die haben richtig fett Geschenke in den Zeitschriften. Was geht? Alter, Blink, was geht ab? Die sind ja mehr jetzt bei dir, weil du da am Gespacken bist. Thomas, ich kauf dir eine Zeitschrift, ne? Du kriegst eine Nachtsicht-Pilotenbrille. Ich finde, die brauchst du jetzt. Ich kaufe dir jetzt eben eine. 4 Euro kostet die zahle ich eben. Die kaufe ich dir. Brauchst eine Brille gleich für die Fahrt. Muss eben kurz gucken, ob ich das die 4 Euro... 4, ne? 4, nee, 4,50. Nee, Deutschland. Deutschland 3,99. Hey, das war heute. Was? Ich? Und das nimmst du mit? Pack dir doch auf dem Deckel ein paar schön was ab, 2 Stück. Und dann fährst du die da rein. Und dann wird es auch ein bisschen ordentlich schön. Ja, hier. Das ist schon. Wenn ich jetzt 4 Euro für die Zeitung bezahle, Thomas, ne? Wenn ich jetzt 4 Euro für diese Super Wings zahle, ja, wie viel verdienst du daran? Sag mal. Oder machst du noch Verlustgeschäft, wenn ich die bezahle? Verlustgeschäft, wenn du sie bezahlst. Was heißt, wenn ich sie wieder zurückgebe? Ich kaufe die jetzt. Hier, warte, 4 Euro habe ich jetzt rausgesucht. Den 1 Cent gebe ich dir, Thomas, den kriegst du so. Geh ich mal zur Kasse, ne? Kauf jetzt die Super Wings für dich, weil du brauchst die Nachtsicht-Pilotenbrille. Das ist ja wohl nur geil. Nachtsicht-Pilotenbrille. Hallo, ich würde Thomas gerne diese Zeitung kaufen. Die ist wichtig für ihn. Beim Schneefahren. Genau, passt so, dankeschön. Thomas, ich habe dir eine Brille gekauft. Thomas, ich will auch, dass du die jetzt anziehst. Ich pack's dir direkt aus. Ich pack's dir direkt aus. So. Chat, freut ihr euch, dass wir Thomas noch ein bisschen aufstylen. Nachtsicht-Pirolotenbrille, ey, was geht ab? Ist ja nur geil. Kannst du mir eine Lisa mitbringen? Das war die Männerpresse, ist nicht schlecht. Nee, wirklich, das ist sehr gut. Alter, Nachtsicht. Was funktioniert?
Also das weiß ich nicht. Nur die Leute sagen, dass es ein sehr gutes Pressesortiment sei. Ja. Das stimmt ja wohl. Thomas, kommst du bitte? Du sollt, damit kannst du jetzt auch nachts endlich Berliner ausliefern. Hat dir der Chat gekauft quasi. Oh, warte. Weil das wird ein Outfit, glaube ich, genau richtig. Endlich kannst du. Haben die kleinen Kinder auch so einen Kopf wechseln? Ne? Der Kopf, immer gleich. Ja, der ist immer gleich gesehen. Und damit, und damit kannst du jetzt nachts Berlin aus. Das ist. Das, sag mal. Warte. Und kannst. Das ist perfekt. Und du kannst. Kannst du mal einen so einen Berliner auch in die Hand nehmen, dass man sich das vorstellen kann, wie warte. Du nachts. Wie du, was ist das? Weiß ich nicht. Man hat ein bisschen komische Sicht. Ja, aber es ist Nachtsicht. Muss ja dunkel sein. So. Ist ja für Nachtsicht. So. Das ist noch ein Knopf zum Anmachen. Was ist jetzt? Oder kann man das einschalten zur Nacht? Ja, mach mal an. Mach mal an den Knopf. Ich kann nicht lesen, ob was. Der ist ein Laserpointer. Das kann ja sein. Ich mach das mal. Ist der Laser. Ja, ja. Kannst du mal. Nee, geht gar nicht. Ich tu mal, wir gehen zurück. Da geht gar nichts bei dir. Nachtsicht mit Pilotenbrille extra. Ja, aber lass mal auf jetzt. Kannst du einen Berliner holen? Das wird uns das vorstellen können, wie nachts die Berliner aus. Das ist ein. Warte. Sieht aus wie ein scheiß Superheld, Thomas. Muss da noch eine Batterie rein? Die muss gleich, warte mal, das muss gleich auf deinen Kopf. Warte mal. Das muss hier an die Brille noch ran. Hier so. Das ist sehr eng bei dir, ne? Ich muss hier was, Thomas, da muss noch was dazwischen. So? Ja, das ist doch geil. Es fehlt eine Batterie, hat es noch einen roten Punkt. Aber ist so noch. Ist so noch geiler. Ist noch geiler, Thomas. Ist Hammer. Ihr Chat, ey. Wer findet, dass Thomas großartig aussieht? Eins im Chat. Ja. Achso, ja, kannst du ja. Ich kann schlecht sehen. Kannst du einen Berliner mal. Am Tag kann man nicht sehen. Das guck mal, Chat feiert das. Alles Einsen für dich. Chat feiert es richtig, der wieder aussieht. Das ist ja auch ein Nachtsichtgerät. Guck mal, 448 Leute feiern das richtig, der wieder aussieht. Ich denke, ich das Flugzeug noch dazu hätte. Ne? das Flugzeug in die der die Frage Farbe. Ist, wirst du jetzt das restliche Heft auch lesen? Ja. Ja. Aber nicht mit Brille, ich lese nichts. Warte, ich geh mal ins Dunkle. Ja, geh mal ins Dunkle. Kannst du geil, ich habe irgendwie Bock, noch eine Zeitschrift für dich zu kaufen. Das macht irgendwie Bock. Können wir den ganzen Outfit aus Zeitschriften machen? Das wäre geil. Jetzt hast du schon mal eine Brille. Du brauchst noch eine Hose. Ich will ihn noch anmachen. Sieht richtig geil aus, schreiben die Leute. Das ist eine Nicht-Lesebrille. Da fehlt eine Batterie. Die haben nicht beschissen, Thomas. Was kann die denn? Ey, kannst du nicht die jetzt als reklamieren als defekt, dass die auf war? So mit Kleber festgeklebt? Nee, das war schon so. Da ist irgendwo noch eine Batterie drin. Da muss man irgendwas rausziehen wahrscheinlich, weil die Batterie. Aber ey, es sind jede Menge Geschichten und Rätsel drin. Ich sag dir, wie es ist. Ich denke, so heute Abend ist neues Jahr feiern. Hammer, ey, wirklich. Ja, ist doch geil. So. Die Super Wings ist nicht schlecht. Das Cape fehlt. Du, was machst du jetzt eigentlich noch hier? Wir wollen hier Berliner holen, wir wegfahren. Ja, wie lange dauert das? Das dauert immer ein bisschen lang. Hast du Multivitaminsaft? Ich habe richtig Bock auf Multivitaminsaft. Stimmt. Haben die auch Witze seit? Na, gucken wir mal rein. Warum klingen die an der Tür wie Gestörte? Das finde ich richtig geil, die Frage. Das ist so im Laden, die Leute kommen rein. Alter, das ist heftig, scheiße geil. Wo ist die Witze-Seite? Crystal Supercharged Schneeflugmobil. Ich hätte wirklich richtig gerne so einen Multivitaminsaft, muss ich sagen, Chat. Richtig gerne Multivitaminsaft. Gestern, logischerweise. Ihr müsst nächste Woche da anrufen, ne? Ja. Hast du Bravo Screen fahren? Stimmt. Gibt's die noch? Bravo gibt's noch. Bravo ist da vorne. Ist da vorne? Ist ja Bravo. Bei den Jugendzeitungen. Ah ja, da ist es. Jugendzeitung. Was kostet denn eine Mickey Maus mittlerweile? Was kostet? 3,99. 50 Cent teurer geworden. Mickey Maus. Was kostet die? Ich weiß nicht, was kostet so eine Mickey Maus? 3,99, ja. 3,99 für eine Mickey Maus. In Österreich aber 4,50. Da musst du noch. Geil hier, ne? Zeitschrift ist geil. Hat schon Bock. Alter, was geht ab? Joy, ey. Was geht?
das große Jahreshoroskop. Oder gucken wir schnell rein. Sag doch. Sag. Nee, das lasse ich jetzt hier. Sag mal dein Sternzeichen. Tanja, du, das hier 400, 500 Leute gucken dir gerade zu. Sag mal dein Sternzeichen kurz, Tanja. Sag mal. Krebs. Krebs. Ich. Mein Aszendent ist, aber ja. Wer ist dein Aszendent? Skorpion. Das ist eine besonders gute. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester übrigens, Chad. Und was ziemlich gut ist, ja. Ich bin mein Krafttier. Können wir sie einfach hier stehen lassen und leider reden? Wir fahren wieder weg. Ja, mein Krafttier ist die Heuschrecke. Was ist die Heuschrecke? Heuschrecke. Ich müsste wohl wieder rüberfahren. Und die Grasippe. Aber willst du nicht. Krebs, ne? Krebs. Ja. Hier steht, am Ende wird alles supi. Nee, nicht nur am Ende, der Weg ist auch noch. Hier steht alles super. Und du sollst viele Produkte kaufen, steht hier. Also Thomas, da ist so viel los, eine Schlange. Ja. Ich wurde angehalten auf der Straße, damit ich Thomas suche. Ich weiß nicht. Ja, wir müssen jetzt auf ihre Rückkehr. Ich gebe dir diese teure Brille. Ich packe die eben zurück, warte ich sie. Die Solidise hier, haben wir, die hat ein gutes Horoskop. Okay, nee, wir machen Werbung, Tanja, habe ich genau gehört. Wir machen Werbung hier. Thomas, deine Zeitung, willst du mich verarschen oder was? Ich habe die gekauft. Mann, ey, 4 Euro habe ich für dich ausgegeben. Man isst, was man isst. Ja, ne? Sollst du damit nachts. Und dein Messer hast du ja schon im Auto. Ich denke, das ist auch gar kein Plastik hier. Nee, ist auch nicht. So. Los, arbeiten, Thomas. Darf ich das erklären? Ja. Kannst du mir Multivitaminsaft ausgeben, Thomas? Ja. Geil. Weil ich habe nämlich kein Kleingeld mehr. Was nehme ich denn? Ein kleiner Multivitaminsaft, hier sowas. Also die meisten machen das immer so. Wie denn? So. So und dann ist die Jacke. Dann den Multivitaminsaft. Ich nehme das hier mit, ne? Mhm. Alles klar. Aber könnte ich gleich ein lustiges Wünschen von dir machen als Weihnachtsmann? Tanja, willst du mal die Leute grüßen? Willst du den Leuten mal was wünschen fürs neue Jahr? Ja, ich wünsche denen ganz viel Liebe, Glück und Verbundenheit. Oh, nice, ey. Tanja, guck mal, meine Leute. Tanja war früher Funkmariechen in Quakenburg. Hat gerne Karnevalstänze getanzt. Kommst du zum Herz? Ja, aber jetzt noch nicht, dass ich die Flagge noch. Alles klar, Tschüsschen. So ist das hier. Es geht rucki zucki. Rucki zucki. Hast du die Maske? Natürlich. Geil. Geil, ey. Thomas, es geht gut ab heute. Das ist ein gutes Tempo. Ich würde dranbleiben. Wenn ich hier noch auf dem Sofa liegen würde oder am Bettchen, ich würd hier im Stream dranbleiben. Ich würde, glaube ich, sagen, Alter, der Typ ist so wahnsinnig. Ist einfach geil. Ist einfach geil. Was machst du jetzt Radio extra an? War es eben nicht an? Nee. Dann war wahrscheinlich die Nachricht nämlich mal laut. Ach so, ja, alles klar. So, wo ist Marion? Wie ist weg? Marion? Tanja heißt sie. Nee, Marion kam doch gerade entgegen. Wirklich? Nee, sowas wollen wir nicht hören hier. Komm mal weg. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Thomas. Ich weiß gar nichts. Ich weiß einfach gar nichts gerade. Wo ist denn alles? Da ist alles. Habe ich alles. Hast du dein Brötchenmesser? Warte. Auf, und nach vorne. Deine Maske ist auf, ey. Ich glaube, du hast Ölverlust. Wir haben Druck. Wir haben Druck in Turbine Druck, 3. Druck abfallen, Druck, Turbine 3. Druck. Ich höre das doch. Druck. Oh, Druck abfallen, Turbine 3, Thomas! Mach doch was! Das System stürzt ab! Wir landen gleich. Wir landen Druck in Turbine 3, zu viel, zu wenig! So. Mann. Jetzt fahren wir auch von hinten. Ah ja, geil, dann kann ich da kurz chillen. Kann ich kurz chillen, meinen Multivitaminsaft trinken. Das ist gut. Du hast aber jetzt auch nicht Multivitamin, du hast ja jetzt ACE, glaube ich. Turbine 2 ist auch ausgefallen. Turbine 2 fehlt auch schon. Wir haben scheiß 2 Turbinen sind ausgefallen. Kannst du nicht irgendwas machen? Warte, ich dreh nochmal auf. 2 Turbinen sind ausgefallen, Thomas. Was machen wir denn? Du willst alle Stricke reißen, ne? Ja. Ich mit meinem Brötchenmesser. Meine Zeit, ey. Ja, die blinken alle. Wie viele Kioske hast du eigentlich? Kioske? Ja. 1. 3? 1. 1? Kioske. Macht's aber nicht mehr Sinn aus allen Läden. Kioske zu werden. Ja, weil alle haben doch richtig Bock auf Kioske. Auf Kioske. Ja. Oh, guck mal, die sind gut drauf. Nee, ich hör's auch gar nicht mehr, dass es piept. Will ich? Nee, ich jetzt. Auto willst du nicht mal in der Werkstatt bringen, ne? B&L-Lade. Läuft nicht so gut das Jahr, ne? Hat man. B&L-Lade. Oh, guck mal, da ist ja Günther. Das ist der Günther. Das ist der Günther. Packst du den jetzt ein? Nee, dann kommt der nicht mehr raus. Das will ja keiner. Weil jetzt geh erstmal raus. Ich pack erstmal vor dem Schild. Was hältst du nicht von Paw Patrol? Oh, super. Habe ich früher mal gerne geguckt mit Tom und Max. Ja, Paw Patrol, ne? Kann man. Ja, ne, sehe ich, weil in der Zeitung ist ja Werbung davon. Paw Patrol ist super.
Jetzt fahre ich ja rückwärts, jetzt ist es ja richtig, wenn es piept. Oder ein kleiner Hund. Was für ein schöner Ort. Einfahrt frei halten. Gut, dass das nicht meine Garage ist. Oh, das wäre ja scheiße. Das gefällt mir. Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. In Quangburg ist das immer so ein bisschen wahnsinnig. Aber ich mag das, Chat. Ich mag das. Ist eigentlich auch nur mit meinem Bruder so, muss ich sagen. Aber ist egal. Ich habe mich hier komplett eingesperrt. Shit, was habe ich hier gemacht? So rum, warte mal. Und dann der. Hier nochmal. Dann so. Jetzt aber den hier, geil. Ja, tipptopp. Jetzt will ich mich auch erstmal hier auch irgendwo hinsetzen und meinen Drink trinken. Ja, hier drin ist. Ja, das ist doch geil. Das ist eine geile Bank. Das ist eine geile Bank hier. Oh, herrlich. Zeitschrift vergessen. Nee, ist Thomas Zeitschrift. Die muss er selber rausholen. Das ist jetzt seine, da kann er mitmachen, was er will. Das ist. Womit? Mit der Zeitschrift. Die Leute schreiben schon, die Zeitschrift hättest du vergessen. Nee, die habe ich nicht am Tag. Da kannst du ja machen, was du willst mit. Ist mir egal. So, ich trinke jetzt hier mein Ace. Orange, Zitrone und Karotte. 30% Saft. Hallo Thomas. Das ist ja nicht so meins, ne? Wieso denn nicht? Das ist ja ohne Kohlensäure, mach ich lieber Saft. Ich glaube, ich muss dir eben helfen, ne? Ich helfe dir eben. Ich helfe dir eben, Thomas. Nein, ich helfe dir jetzt. Ihr habt schon vollkommen recht, Chat. Wie asozial ist das? Das geht auch nicht so klar. Thomas ist immer so nice. Ich bin gleich wieder da, Chat. Ja, ich lege hier alles hin. Moment, so. Ah, Leute, ich chill jetzt mal hier. Ich setze mich jetzt hier hin und quatsch mit Leuten. Ach so. Nochmal 600 Leute gucken gerade einfach nur auf den Hinterhof. Ja, ja. Leute, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Erstmal ein bisschen entspannen. Hallo Mama Krugmann. Ciao. Das ist aber herrlich. Hier ist die Welt wirklich in Ordnung. Ja, was machen wir noch, Chat? Doch, bis cool, gehen wir mal gucken. Ich kann doch nicht alle helfen hier, Leute. Ich kann doch nicht, lass mich doch einfach mal auch einen Schluck trinken. Lass mich doch einfach mal einen Schluck trinken, Chat. Seid ihr alle noch da? Geht irgendwas nicht? Wie geht irgendwas nicht? Doch, alles geht. Alles geht. Was kannst du von Bäckerei Krogmann empfehlen? Ich würde sagen, Brot. Ey, das Brot ist richtig gut. Das Brot ist richtig nice.
So ein, aus dem Steinofen, das ist richtig lecker. Und sonst kann ich aber nichts empfehlen. Und alles ziemlich mittelmäßig. Aber das Brot ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Berliner sind auch sehr gut. Und, nö, das war's aber auch. Wie geht's, Conny? Sehr gut. Ich muss allein überlegen. Ey, das ist auch ein bisschen Spaß. Ihr wisst auch ein bisschen Spaß, Leute. Ihr seid auch ein bisschen Freunde dabei. Ich gehe gleich mal rum und dann gucken wir uns Berliner an. Er hat gerade nur so einen Durst. Konzert war super gestern. Vielen Dank. Telefonnummer zu sehen, gleich anrufen, doppelte Punktzahl, dann auch Deutsch und wahrscheinlich das Zuschauervideo. Das ist saftig. Ja, stimmt, das macht Punkte, das war gerecht. Habe ich schon das Backen verpasst? Nee, ich gehe gleich rum. Ich musste kurz mal pausen. Wirklich, das ist dieses Bäckerleben, das ist hart. Du bist ja die ganze Zeit am Präsentierteller mit einer Fettpfanne. Die Leute stehen um dich rum, die wollen alle gierige Berliner essen. Die wollen das alle. Und da musste ich kurz mal pausieren. Wir waren auch gerade schon im Kiosk. Und Thomas hat sich eine neue Zeitschrift gegönnt mit so einer Nachtsichtbrille. So eine geile. Und, ja, ich trinke jetzt einfach nur kurz mein Age-Drink und dann geht's wieder nach vorne. Ne, Spendenziel haben wir gestern nicht erreicht, aber wir haben sehr viel erreicht. Wir haben echt, ich glaube, es waren 1600 Euro, ein paar zerquetschte, was richtig krass ist. Tausend Dank, super, super cool. Hat auch echt Spaß gemacht mit den Jungs und Marie gestern zu musizieren. Leider sind wir erst so spät online gekommen, weil das technisch erst alles hinten und vorne nicht geklappt hat. Ich war auch komplett am Rotieren, dass wir irgendwas machen können. Aber dann war die Verbindung, ja, als der Stream lief, echt ganz gut. Sah auch echt cool aus und hörte sich auch ganz gut an, fand ich. Aber ich glaube, hätten wir das 1,5 Stunden früher gestartet, hätten wir auch ein bisschen mehr Zuschauer gehabt. Aber ich fand's trotzdem geil. Zeig doch mal die Frösche von Quamburg. Kann ich auch mal. Lass mich doch mal ganz kurz sitzen. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich trinke meinen Drink aus. Chat, ich unterhalte mich gerade ganz chillig mit euch. Und dann, fand ich auch. Am nächsten dann. Muss ich was vorbereiten zum Mitbacken? Gibt's ein Rezept? Nee, die Berliner sind schon fertig. Ich weiß nicht, wie der Teig ist. Die Rohlinge sind aufgegangen und die kommen jetzt einfach ins Fettgerät, also in die Fettpfanne. Also da, wo das heiße Fett drin ist. Und dann werden die gebacken und dann kommt der Marmelade rein und dann entweder Zucker oder wie heißt das? Zuckerguss drauf und dann ist es fertig. Ist es möglich, weitere Zahlungsoptionen für Spenden einzustellen? Was meinst du? Ich weiß nicht genau. Genau, rafft euch, Chat. Ich habe auch Kater. Ich habe gar keinen Kater. Null. Ich bin einfach nur irgendwie ein bisschen angeschlagen, ehrlich gesagt. Schon ein paar Corona-Tests gemacht, die sind aber alle negative, das was gut ist. Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen, irgendwie nur die Stimme gereizt ein bisschen, weiß ich auch nicht. Doch, PayPal geht auf jeden Fall. Achso, du willst kein PayPal oder Kreditkarte? Ja, dann kannst du ja bei Twitch noch irgendwie Bits geben. Ansonsten weiß ich nicht, was man machen kann. Keine Ahnung. Fett mich ein. Habt ihr auch Champagner oder Vanillefüllung? Ja, Vanillefüllung auf jeden Fall. Doch. Kann ich hier 3 Euro per Post senden? Nee, ich glaube, Geld per Post senden geht nicht so gut. Das, ich glaube, ohne Scheiß, das funktioniert nicht. Irgendwie wird das gescannt von der Post und dann sammeln das die Postmitarbeiter alle privat ein. Die nehmen das raus und sammeln es, stecken es privat in die eigene Tasche. Ist echt so. Hallo? Ja, haut einfach Subs raus. Ey, ich sag mal so, wenn wir jetzt in einer halben Stunde mein Sub-Goal von 1200 Subs erreichen, ist alles in Ordnung. Dann ist die Welt in Ordnung. So ist es. Einen mit Vanillefüllung hätte ich jetzt gerne. Champagnerfüllung, abartig. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, aber wahrscheinlich ist aber so eine Mischung aus Champagner und Pudding, oder? Nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau. Auf. Guck mal. Bäckermann. Der Bäckerjunge ist da. Wie ist deine Brille so? Ist ganz geil, oder? Ich bin ein bisschen schummerig. Ja, trink das, ist geil. Orangensaft, der prickelt, ist schlecht, habe ich mir gemacht. Ist geil. Die Leute fragen schon, ob du Champagner Berliner machst. Ich weiß nicht, was das sein soll.
Was ist das, Champagner? Ach, du hast hier reingeschrieben. Ja, ich hab, ja, MC. Das kann ja wohl nicht wahr sein. MC Hulk habe ich da reingeschrieben. MC Hulk. Thomas, wir wussten ja wahrscheinlich, dass die Tür da ist. Thomas, das ist ja richtig asozial. Wer macht sowas? Das ist ja richtig drin. Das ist ja hart asozial. Wer macht denn das? Tja, filigrane Glanz. Hey, das ist ja mit einem Meißel, oder was? Wer macht denn was so mit einem Meißel? Das ist aber schon längere Arbeit. Fingernägel. Ist das hier ein Knast, sag mal? Dass die Leute nicht raus können? Siehst gut aus. Du bist noch. Samt. Nein, du bist noch komplett sauber. Samt. Das kenne ich nicht von dir, dass du sauber bist. Nein, wirklich. Nein, sonst hast du immer die weißen Schürzen an die Seite. Warte, sauber. Ja. Auf und davon. Bist du gleich vorne? Was? Bist du vorne? Was? Es ist Bäckermann! Der Superheld, der die Bäckerei. Was? Bäckermann! Einfach nur dumm. Einfach nur geil. So, ich trinke jetzt eben meinen Drink aus. Einfach nur geil. Hallo, schönen guten Tag. Na? Du bist hier nicht alleine. Wir haben ja noch gerade Zuschauer, wollte ich nur sagen. Nicht, dass du dich wunderst. Easy. Ich wundere mich über gar nichts. Ja, dann ist doch alles klar. Dann ist doch alles klar. Alles gut. Hier wird pausiert. Schau mal, da ist er. Der wird hier gerade pausiert. Ist doch in Ordnung. Hier im Hinterhof. Hast du die Sachen reingeritzt? Gesagt. Hier, der an der Wand. Nee, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, guck mal hier, richtig. Das meinst du? Ja. Warum soll ich das machen? Ich habe da nichts von. Das soll man jetzt glauben. Ja, ich weiß noch nicht, was da steht. MC Hall oder so. Das könnte ein H sein, das könnte ein U sein. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ist doch auch egal. Das oben könnte ein M sein, aber... Ich hab's doch nicht reingeritzt. Nee, ich auch nicht. Warum soll ich das machen? Ich hab doch nichts vor. Nee. Scheiße. Ja, wer sitzt denn hier immer und macht das? Sitzen hier Leute? Die Mieter von oben können hier sitzen, alles mögliche. Ja, die waren das dann. Nee, also von uns mit Sicherheit keiner. Nee. Die hätten ja auch was Ordentliches reingeschrieben, wie zum Beispiel Bäckerei Krogmann, ist toll. Es kann ja auch sein, nachts... Hier nichts los und hier sitzen weg. Das wäre aber auch die beste Beschäftigung. Das ist hier nachts langweilig. Sitzen hier nachts, sitzen kann ich verstehen, aber dann zu sagen, nee, komm, ich hol den Meißel raus, ich hol den kleinen Meißel, mir ist so langweilig in Quam, ich hol den Meißel raus und möchte einfach mal in die Wand was reinmeißeln. Dann ist es aber auch in Ordnung. Dann haben sie es auch verdient, muss man sagen. Karotten gibt's immer. Das ist immer ohne Ende. Das ist einfach nur geil rein. Guck mal, wie tief, Chat. Das ist richtig ordentlich. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand sich so viel Mühe macht. Das ist auch irgendwie ein Bohrer oder so. Das ist doch richtig Arbeit. MC. Ich schätze mal, Akkuschrauber, Bohrer rein und dann zack. Ja, guck mal, hier ist, das ist noch nicht vorbei, ne? Siehst du das? Der letzte Buchstabe fehlt noch. Ich glaube, MC Hulk wird das werden. Oder so. Oder MC Hulk, ich weiß nicht. Der letzte Buchstabe ist einfach noch nicht. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, wie das. Chat, seid ihr auch gespannt? MC Hulk ist auf jeden Fall. Was so ein Blödsinn, ne? Einfach Großstadtfeeling in Quakenburg. Ja, ist wirklich so. Ja. Hier, bei Bäcker Krogmann im Hinterhof hast du dir das Großstadtfeeling. Und wir sollen jetzt den Verhörspezialisten rufen. Hast du Tipps? Wen können wir hier? Hier gibt es keine Verhörspezialisten. Halt uns auf den Laufenden. Chat möchte auf den Laufenden gehalten werden. Weil wir haben hier gerade, sage und schreibe, 700 Zuschauer, die sich gerade den Hinterhof angucken. Das ist doch ganz nett. Dorf halt. Dorfkinder kommen auf komische Ideen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja? MC Hula? MC Hula ist ein hawaiianischer MC, das kann auch sein. Nicht besonders weit gekommen, die Karriere. Naja, weiß man nicht. Wie lange musst du noch arbeiten heute? Oder hast du Feierabend? Bis hier alles weg ist. Weiß man nicht. Du fährst die Sachen aus, ne? Ja. Der Chat kennt dich ja gar nicht. Ich muss jetzt gleich noch zur Zeit, da die Sachen wegholen, alles nach hier hin. Ja. Dann haben wir hier gleich noch eine interne... Achso, ihr habt so ein Jahresend... Der kommt, wenn ja. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Gibt's auch in Berliner, ne? Kann Berliner mal sehen, ey. Nee? So viel wie ich heute Morgen schon durch die Gegend gefahren nach Berlin. Boah, nee, ich kann keinen sehen. Scheiße. Mit Essen schon gar nicht, ey. Ich sehe die ja ganz selten nur noch. Und deswegen finde ich die ganz geil gerade. Aber es ist doch schön, dass so viele Leute Bock drauf haben. Ich sehe Berliner, sehe ich jeden Tag. Ja, klar. Die gehen echt täglich, ne? Ja. Okay, Silvester mehr als... In der Woche oder was? Ja, ja, klar, logisch. Das ist klar. In der Woche ist nicht so dramatisch, aber gerade Silvester und so. Ne? Berliner sind super, schreiben mir Leute. Wann fängst du morgens an? Fragt jemand. Thomas? Wann ich anfange? Ja. Im Moment um 1. Um 1 Uhr?
Nachts oder was? Ja, morgens bestimmt, nachts bestimmt nicht. Ja, weiß ich ja nicht, wann, was Thomas für neue Konzepte hat, ey. Wir müssen dann noch ein bisschen aufs Neue anstoßen. Damit das um eins brauche ich nicht mehr anfangen, ey. Um zwei. Aber was machst du denn um 1 Uhr nachts dann? Ja, das ist eine ernste Frage. Was machst du um 1 Uhr nachts? Ja, bei Backschubers helfen oder die kommissionieren, die Ware einzählen und ab 4:45 fange ich an zu fahren. 4:45? Ja, fange ich an zu fahren. Ich bin aber schon um 1 Uhr da. Ja, ja, okay. So. Ja. Naja, ich meine, so wie das Auto piept, verstehe ich das, dass man erstmal das Auto checken muss. Verstehe ich, dass man das Auto checken muss. So. So. Und aber wann gehst du dann schlafen? Wird auch gefragt gerade hier. Wenn ich zu Hause bin. Nie. Da kann meistens von 2 Uhr kann. Und dann schläfst du. 1 Uhr sein. Dann, das ist deine Nacht quasi. Dann schläfst du durch. Nee, dann schlafe ich 2 Stunden. Ah ja, okay. Ja, dann hast du ja auch gar nichts mehr am Tag, ne? Und dann geht's zu Hause weiter und abends gehe ich dann um 9:30 ins Bett und stehe Ja, okay, das ist ja dann noch okay. Und stehe aber dann schon um 9:30 wieder auf. Hört sich aber ein bisschen ungesund an, muss ich sagen. Weiß nicht. Ich mache das schon seit 10 Jahren jetzt. Ja. Man gewöhnt sich daran. Ja, glaube ich. Aber dieses gestückelte Schlafen, ja gut. Ja, okay, ich habe zu Hause... Ich habe zu Hause 4 Frauen, die machen zu Hause auch nichts. Ja, das bleibt mir auch noch. Gartenarbeit und Rasenmähen und sowas. Mann. Okay, jetzt im Winter ist nichts mit Gartenarbeit oder Rasenmähen, ist noch nicht viel. Aber sonst im Sommer und so. Hast du einen großen Garten? Ja, meistens ist Rasen. Ja. Aber trotzdem, Unkraut wächst immer. Ach Mann, ey. Ob im Frühjahr oder im Herbst oder im Sommer, das wächst immer. Ja, das stimmt. Und wie viel Kaffee bringt dich durch den Tag? Wie viel brauchst du? Wie viele Tassen? Kaffee? Ja. 2, 3. Das reicht dir? Oh, da bin ich drüber. Da bin ich drüber. Also wenn ich zu viel Kaffee trinke, habe ich das mit dem Magen. Ne? Ja, weil es sauer ist, ne? Ein bisschen Milch rein, vielleicht. Ich trinke mehr so Cappuccino oder sonst irgendwie. Ja, was? Milch mit drin ist. Ja, nee, Kaffee kenne ich auch, aber ja, so 3, 4 schaffe ich schon, muss ich sagen. Ist so meine Krücke. Ja. Sonst ist so. Ja, Kollege, der in der Backstube ist, der ist Bäcker, der trinkt sonst eine ganze Kanne. Echt? Nachts. Also 3 Liter. Okay, da kann sich der Magen wirklich beschweren, ey. Ja, aber das brauche ich nicht haben da, ne? Nee, das stimmt allerdings. Ja, wie gesagt, ich da so, okay, ich habe bei der Backstube, wenn ich mal Zeit habe, mache ich mir Cappuccino und dort so in den 4 Jahren nimmt man Kakao mit für unterwegs oder sonst irgendwas. Ja, klar. Den man so trinken kann, ne? Becher ran und dann fertig. Deswegen lange irgendwo rumsitzen und Kakao trinken und so, haben wir überhaupt keine Zeit für. Nee, logisch, das ist ja auch Arbeit. Ja. Das ist echtes Arbeiten. So ist es. Nicht hier einmal nur Streams machen und so komisch mit Leuten reden, einfach, das ist Arbeiten, hört ihr es? Aber das kennen die auch. Die Leute kennen das. Arbeiten, viele Leute kennen das Arbeiten, muss man sagen. Aber ich bin auch hier groß gewachsen. Oh. Sag mal so, du, wenn ich morgens um 4:45 anfange zu fahren, du musst wissen, wo du pünktlich sein musst, zum Beispiel ankommen im Krankenhaus und so, muss ich jeden Morgen hin. Ja, klar. Ne? Und die wollen auch was haben im Krankenhaus. Ja, aber wenn ich dann zum Beispiel, ich nehme dann 3, 4 Jahre auf einmal mit. Ne? Ah, wirklich, ja? Ja, weil die hier machen wir jetzt eine Woche um 7:30 auf. Ach so, das wusste ich gar nicht. Dann habe ich natürlich Zeit. Ich fahre dann immer meistens Zeitungswelt hinten bei dem Bahnhofsinn Kiosk. Ja. Da fahre ich ankommen und da fahre ich Menzlage. Die 3 nimmt morgens komplett mit. Ah, in einer Rutsche. In einer Rutsche. Dann bin ich meistens immer kurz nach 6 wieder bei der Backstube. Ja. Natürlich ein bisschen aufräumen, dann fahre ich hier hin. Oh ja, wow. Da machst du aber auch Zeitdruck insgesamt. Ja. Und wenn du dann ein bisschen später bist, sagen, wo bist du, wo bleibst du? Normalerweise Krankenhaus und Ankunft brauchst du erst um 6:30 da. Ah ja, okay. Aber wenn ich dann Menzlage fahre, was weg ist, ich hab dann Schlüssel, ich kann da überall rein. Ja, perfekt. So, was weg ist, ist weg. Nee, würde ich genauso machen. Ist bevor, ich da warten muss oder sonst irgendwie was, ne? Da hab ich keinen Bock drauf. Ich kann überall rein. Ja. Sportdetail und so, da weißt du genau, ab 4:45 ist die Tür hinten auf, wo ich rein kann. Ja, super. So, dann brauche ich nicht warten. Mit Menzlage, Filiale, Schlüssel hab ich. Ja. Zeitungswelt hab ich auch einen Schlüssel, wenn da mal keiner sein sollte oder die verpennt hat oder sonst irgendwie. Ja, ey, hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an, den du da verfolgst. Ja, so. Ich mach das so, wenn die Bäcker mich mal in Ruhe lassen und so lassen, wie ich fahre, dann geht das auch. Meistens, das sagen sie immer alle, ey. Normal haben die dann mir mal andere Vorstellung gesagt, weißt du was, ihr könnt mich am Arsch schicken. Ich fahre so, wie es mir am besten passt. So. Ihr müsst nicht durchgehen, Juckel oder sonst irgendwie was, ne?
Nee, ja, klar. Kannst du zuerst dies und das machen? Ich dachte, das kriege ich von der Zeit gar nicht hin, so. Wie ihr das gerne wollt oder was, ne? Lass mich doch einfach so fahren, wie es am besten geht. Und wo ist das Problem? Und wenn ich dann angenommen hier noch eine Torte später hinbringen muss, die noch nicht fertig ist, ist das scheißegal. Scheißegal, ja. Da von der Backschule bis hier. Nee, das ist Billepatz, ne? Das ist ganz. Und wenn ich dann hier bin, nehme ich meistens noch Leergut wieder mit zur Backstube hin und sowas alles da, ne? Hier Chat sagt dir, die Leute, die zugucken, schreiben, super lockerer Typ. Das ist ja. Kommt dir gut an, was du erzählst. Ja. Und jetzt schreibt dir jemand, wie lecker sind eigentlich Krogmanns Brötchen? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ja hier vor, also das kann dir keiner objektiv sagen. Wir sind hier alle, Leute, das kann dir keiner objektiv sagen. Wir können darüber nicht reden. Die sind schon sehr gut, ja? Aber hier kann keiner... Das willst du keiner kaufen. Was sollen wir sagen, Chat? Was sollen wir darauf jetzt sagen? Die Berliner sind auf jeden Fall auch ganz geil, aber er kann sie nicht mehr sehen. Verstehe ich auch, wenn du jeden Tag siehst. Und die reden ja auch irgendwann mit einem. Wenn du jeden Tag Berliner siehst, irgendwann haben die ein Wesen, dann erzählen die dir was. Irgendwann werden sie lebendig. Ja. Das freut mich an Leben und Kramen da noch. Ja, sind echt die. Sonst wo mal so wie Berliner, wenn du den mit Sahne und so, das schmeckt ja wohl. Ja, klar. Sonst in der Woche gibt es ja ganz normale Berliner. Ja. Du hast Zucker und mehr. Ja, finde ich aber auch finde ich die best. Ich komme nicht drauf klar. Also ich finde Sahne geil, aber da habe ich Magen. Eierlikör oder ja. Mama, willst du auch mal Hallo sagen hier? Was will ich? Hier, mit Maske, ne? Ja. Was muss ich denn? Jetzt nimmst du das auf? Naja, sieht so aus. Hallo, grüßt euch alle miteinander. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein ganz schönes, glückliches, gesundes Jahr 2022. Mama, und ganz ehrlich, warum machst du das, also immer wenn du Feiern hast, warum sitzt du dich denn hier hin mit einem kleinen Meißel und machst dann diese, ja, warum meißelst du die Wände voll? Ja, ich habe mich langweilig. Ja, warum machst du das, Mama? Ich verewige mich dann hier. Ja, bist du MC Hula, ja? Oh, ich habe eben schon gesungen. Ja? Wellermann, ja, wie ging das noch? Wie war die Melodie noch? Oh, ich sag, ja, muss ich erst mal überlegen. Grüße zurück übrigens. Was? Grüße ja, zurück, okay. Ja. Und wir waren so begeistert davon, noch von dem Bericht heute. Ja. Naja, gut. So, ich alles klar, hau rein. Nach Hause. Ja, wir gehen jetzt Berliner machen. Komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt nach vorne, gucken uns das an, wie das hier läuft. Jo. Tschüssi. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich hab Zeit. Ich muss eh noch Sachen zusammenfahren. Ja, alles klar. Ich glaube, morgen hin, aber Zeitungswelt, alles was noch an Berliner über ist und so, kommt hier. Ja, ist doch geil. Ja, dann gönn dir, wir sehen uns gleich nochmal, ne? Da kann jeder, der nach Hause fährt, kriegt so ein paar Berliner mit nach Hause. Und dann ja, richtig so. Ja. Und dann reden die wieder mit einem. Ganz geil. So, Chat, wo gehen wir denn jetzt lang? Ja, jetzt hier lang, ne? Hier so. Ja, wir können nicht durchs Haus gehen, weil die Verbindung abbricht. Ich nehme noch mal kurz mit. Wir waren auch nicht mehr lange im Stream. Mal kurz den Berlinern. Ist ganz geil hier, oder? Quakenburg hier ist ganz nice. Kogi, nice das Stream, aber was heißt Krapfen? Das kann ja sein, dass du das Krapfen nennst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich komme aus einer Bäckereifamilie. An der Bäckerei-Dynastie sozusagen. Und bei uns hieß es schon immer Berliner. Was soll ich jetzt sagen? Ja, nee. Tschüss, Mama. Ja, jetzt geht's hier rum. Gucken wir mal. Bitte nicht zu übersteigen. Nein, es ist nicht in Ordnung, Berliner Krapfen zu nennen. So ist es. Jetzt gucken wir noch mal. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hey. Thomas, ich komme sofort zu euch. Ich bin sofort bei euch. Ich muss einfach kurz hier was dokumentieren. Ich muss einfach kurz was dokumentieren, Thomas. So, jetzt machst du hier also Berliner, ja? Schon wieder. Und warum hast du zwei verschiedenfarbige Sticks? Sag mal ganz kurz. Mir gar nicht aufgefallen, bis du es gesagt hast heute Morgen. Blau und rot, ne? Nee, es ist rot und blau. Krapfen-Pfannkuchen. Was stimmt denn mit euch nicht, schreiben die Leute. Ich weiß nicht. Die sehen schön prall aus, sagen die Leute. Ja, die sind eigentlich ein bisschen zu klein. Die sind zu klein. Ich konnte nicht so lange warten. Mesa, du hast ja auch ein rotes Outfit an. Ja, du hast genau. Grüß dich einfach. Es steht für die Liebe. Hier, das ist der Mesa. Du hast jetzt gerade, das ist jetzt 800 Zuschauer. Kannst du was sagen? Ganz, ganz, ja, hier.
Oh yeah, das ist gut. Daumen hoch. Komm, jetzt kommen wir Daumen hoch zurück. Direkt die Daumen hoch zurück. Geil, Daumen hoch. Alles kommt jetzt zurück. Ich war auch. Du warst auch dabei, absolut. Alle waren am Start. Der rote Stick steht für die Liebe und der blaue für die Unschuld. Da kommen so viele Daumen zurück, das ist ja nur Hammer. Hast du gehört mich, ja? Ja, hab ich gehört. Ich hab's gekonnt ignoriert. Ich hab's auch nicht gehört. Thomas, hier wünscht sich jemand einen Fünfpumper. Ein Fünfpumper, geht das? Oh, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Geil. Wann platzen die? Die noch mal ein paar mehr drauf. Ja, wirklich, mach mal. Nicht so geizig sein mit der Marmelade. Gas drücken. Genau so, richtig. Ja, so. Oh. Ja, guck mal. Der ist gut. Ja, gib mal zu mir. Warte, aber noch reinbeißen. Das will ich sehen. Warte, das will ich sehen, wie du... Hier, das wollen wir machen. Oder Riesentonut. Rutsch. Ihr könnt ihr. Ja, super. Ja, perfekt. Da freut er sich. Perfekt. Nur geil. Das ist ja nur gute Laune hier. Das ist heiß. Man, ja, da musst du aufpassen. Ne? Das ist fett. Da musst du aufpassen. Das gibt hässliche Flecken. Ja. Lass ihn mal ein Stück zurück, bitte. Ja, nur wegen der Hitze. Nee, wollte ich nicht. Egal. Das ist ja nur geil. Du willst auch einen Berliner, ne? Komm, du kriegst auch einen. Thomas ist hier. Aber warte, aber du musst den essen hier. Warte, jetzt kriegst du einen hier. Jetzt kriegst du einen Berliner. Nein, jetzt nimm den. Nein. Doch, der ist für dich jetzt. Komm. Komm her. Mann, das ist doch gut jetzt. Die Hälfte liegt doch gleich auf dem Boden. Nee. Der macht das wieder weg. Thomas, übertreibst jetzt schön, mit. Das gefällt mir. Gib ihm den Pump. Das finden die Leute gut, Thomas. Das finden die Leute gut, wenn du da so reinpumpst. Mal was geben. Das werden die Leute noch nicht. Bester Stream nach dem Aufstehen, Thomas. Das war ein Zehner, oder? Das war ein Zehnerpump. Das war ein Zehnerpump. Achtung, und jetzt sind wir gespannt. Geht doch klar. Ja, stimmt. Thomas, Senf hast du nicht da hier, ne? Doch. Ja. Ja, da freut er sich, sehr gut. Hallo. Ich hole neue. Was holst du? Berliner. Neue Berliner. Wolltest du einmal probieren? Holst jetzt Berliner da rein, ja? Gut. Die Zuschauer sind also mit jedem Pump angestiegen. Ja, ist echt so. Ist echt so. Warten wir hier nochmal kurz, Chat. Wir machen aber nicht mehr lang. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit streamen. Nur so ein bisschen hier. Das ist auch gut. Guck mal, schon leer gemacht. Geilsten Berliner Deutschland. Geilsten. Perfekt. Wo ist er denn jetzt, Thomas? Moin, einen guten Appetit. Hoffentlich wird es jetzt zum Jahreswechsel besser mit unserem Dragon. Ja, wir gucken Sonntag erstmal. Ja. Hier ist nur geil. Sehr gutes Restaurant hat er mir gesagt. Hast du noch ein Butterbrot für mich? Hast du noch ein Butterbrot, Thomas? müssen wir mal warten. Ja. Willst du auch einen Kaffee trinken? Ja, lass mal einen Kaffee trinken. Aber ich kann den Stream gerade nicht ausstellen, ja? Wir haben gerade 800 Leute da, Thomas. Können wir ja weitermachen, ja. Kaffee trinken. Ja, bestellst du dann... Zwei Kaffee. Holst du zwei Kaffee? Ja. Ja. Aber dazusetzen jetzt, das kannst du... Meinst du? Einfach. Ja. Ich weiß es doch nicht. Ja gut, es gibt so einen Kaffee. Ist ja in Ordnung. Gute Stimmung hier. Das Fettgerät muss wieder anheizen, hat Thomas gesagt. Kannst du die Bäckerei von innen zeigen? Nee, ich glaube nicht. Also gerade nicht wirklich, weil da ist halt, zu viel, weiß nicht, Stahl, Blei, Wand. Hallo. Pass auf, da ist ein bisschen viel Marmelade drin. Hallo, ja, lass euch schmecken. Ja, sehr gerne. Danke, ja, gleichfalls. Dankeschön. Darauf erstmal ein Berliner. Ja, na klar.
Stahl und Brei, mobile Datenbrei. Ja, ist echt so. Der wollte hier irgendwo sein. Der wollte hier sein, der Thomas. Ich weiß das nicht. Das hier ist wie Marmelade. Der wollte doch Kaffee machen, wollte doch. Was wollte er? Der wollte Kaffee machen. Ich bin schon das dritte Mal jetzt. Das ist so herrlich. Chat, das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Sind wir da? Ja, ne? Besten Kommentare. Besten Kommentare. Eine Person gerade. Ein bisschen viel Marmelade drin. Das hat mir gut gefallen. Ein bisschen viel Marmelade drin. Und eine andere Person meinte gerade, wenn es immer noch so voll ist, dann kommen wir zum dritten Mal hier. Viertes Mal komme ich jetzt nicht. Dann gibt es halt keine Berliner. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Ich werde jetzt auf den Kaffee von Thomas. Ich warte auf den Kaffee von Thomas. Thomas, warst du in Berliner? Chatten wir live? Hallo? Klappt das hier? Könnt ihr mich hören? Ja? Live? Moin, Kobi. Ah ja, es gibt aber noch eine Berliner. Ja, ist ja geil. Hallo, stör dich? Nö, für mich nicht. Nö. Magst du eine? Nee. Doch, gönn dir. Thomas, du hast 1100 Leute, die dir dazu gucken. Das war gut. Das war gut für dich. Das war richtig gut. Dann können wir ja gleich noch einen Kaffee trinken. Dann können wir noch einen Kaffee trinken, ja. Das ist doch gut. Chat, seid ihr noch da? Nee, jetzt habe ich hier null Leute stehen. Null Zuschauer. Ist doch egal, wir machen es trotzdem. Thomas hat gesagt, Meerfrucht heißt die Marmelade. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist kein richtiges Wort für Berliner. Meerfrucht, kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Wo ist Thomas denn da? Ich fühle mich immer alleine, wenn Thomas nicht da ist, muss ich sagen. Mirza, ja? Das gibt's hier geil. Kaffee oder was? Guck mal, geil. Guckt euch das mal an. Wenn man den jetzt umdreht, fällt's nicht raus. Warum? Weil er einfach geil ist. Guck mal hier. Ach, guck mal. Geil. Nichts passiert. Ist nichts rausgefallen. Beste Berliner. Deutschland ist jetzt momentan in Quartenbrück. Wunderbar. Thomas, was? Aber Meerfrüchte heißt das nicht. Meeresfrüchte kommen aus dem Wasser. Das. Die Crema. Das ist eine gute Crema, Thomas. Wunderbare Crema hier. Ich finde es ja manchmal auch schöner, wenn es nicht so fest ist. Wenn es nicht so fest ist? Crema nicht so. Moin, dann nimm doch Milch. Ja, Milch. Dann nimm doch einfach nur Milch. Dann ist es nicht so fest. Du kannst aber Kaffee mit Milch trinken. Machst du einen Cappuccino anders. Ja, ein bisschen dunkel jetzt, ne? Siehst du? Findest du? Ja, ist ein bisschen dunkel geworden, ne? Die mögen das so dunkel. Ja, ist ein bisschen... Das mache ich auch gerade nach Gefühl, weißt du? Chat, sag mal, sind die zu dunkel oder sind die gut? Haben eine gute Farbe, ne? Nee, sind gut, sagt Chat. Sind perfekt, schreibt jemand. So. Thomas, sind perfekt. Das habe ich auch alles nach Gefühl getan. Hör nicht auf mich, Thomas, sind perfekt. Das ist schon. Nee, sind top, perfekt. Sieht gut aus. Kennst du einen Sven Hoffmann? Einen wen? Sven Hoffmann? Wo denn? Ist denn Thomas? Nachname? Ja, nee, Krohmann, Nachname. Thomas Krohmann. Wie heißt das Ding? Für wen? Sie arbeiten hier oder? Nee, ja, hier. Genau, ja, okay, dann habe ich gehört. Wie viel Pumpe? Also eben, Thomas, weißt du, war sehr schön, weil eben gar nicht Marmelade. Ein bisschen viel Marmelade drin. Kritik, ein bisschen viel Marmelade. Nee, das stimmt. Das hat mir gut gefallen. Das stimmt ja nicht. Das hat mir gut gefallen.
Fand ich sehr gut. Vielleicht sind 10 Pumper doch zu viel, Thomas. Ich weiß nicht. Ich habe ja nicht gezählt. Das ist das Gute. Mach doch einfach 2 Pumper. Ist doch okay. 11 Pumper war zu viel. Thomas, du machst wirklich einen guten Job. Du hast wirklich, du hast hier einfach. Ich habe das Gefühl, ganz Quakenbrück ist heute Kunde bei dir. Mirella, hast du auch Berliner gegessen? Nein. Mirella, hast du Berliner gegessen? Ja, aber nicht heute. Das ist richtig, wie das hier schwappert, ey. Wenn du das rausholst, also ein Fettgerät, das ist geil. So eine kleine Meeresflut. Ey, wenn man 10 Berliner kauft, ja, dann müsstest du in einem Senf haben. Das ist dann ein bisschen russisches Roulette, weißt du? Ja, ist doch geil. Nur ein mit Senf, du hast auf jeden Fall Glück. Nee. Aber ich habe noch mit Pudding und mit Sahne, hätte ich noch. Das ist ja ein Darin, das ist ja geil. Das ist Marmelade. Das ist Marmelade. Was ist das? Aber welche weiß ich nicht. Guck mal, mehr Frucht. Das gibt es nicht, mehr Frucht. Wenn nicht zwei Früchte. So, Chat, ich muss gerade feststellen, die Verbindung, die hält auch nicht mehr so richtig. Die Verbindung hält ja nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, der Akku ballert sich gleich einen weg. Bin noch safe. Ich gehe mal kurz hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß nicht, wollen wir... Ich kann das schlecht einschätzen, wie lange das noch geht. Wie lange das noch hält hier mit dem Akku. Vielleicht war ich zu nah. Vielleicht war ich zu nah... Am Blei. An der Wand. Das kann sein. Vielleicht war ich da zu nah dran. Geh mal bis zum Stadttor. Okay, mache ich. Ich gehe mit euch jetzt einmal durch Quakenbrück. Und dann mache ich aus. Ja, ich gehe einmal noch kurz zu Quakenbrück. Das ist einfach noch die Schönheit von Quakenbrück. Schöner Platz. Ist der sogenannte Marktplatz. Haben viele Städte einen Marktplatz. Ist eine Kirche drauf. Und hier, das ist der Europabrunnen. Die andere Seite darf man nicht zeigen. Da ist so ein Monster mit Brustwarzen. Da kriegt man wieder einen Twitch-Bann. Und das hier ist dann der Weihnachtsbaum mit schönen Basteleien. Wundervoll. Und dann kann man hier so weitergehen. Hier am Rathaus. Am Rathaus vorbei. Kulturchannel. Ja, schöner Kulturchannel. Hier ist dann so ein Kriegsdenkmal. Hier könnte auch ihre Werbung stehen. Hier könnte auch ihre Flagge gehalten werden. Ich denke, das ist mit Geld viel machbar in Quakenbrück. Komm, dann gehe ich mit euch auch noch einen Umweg. Eigentlich müssten wir da lang gehen, aber gehe ich mit euch einen kleinen Umweg. Gehe ich hier nochmal durch die schöne Kirchstraße. Ist sehr schön. Hier ist so eine kleine Winkelgasse, wo du Zauberstäbe kaufen kannst und so. Kriegst du alles hier. Ist ganz geil auch. Kneipentour, ja, kannst du machen? Ich kann meine Maske runterziehen. Hör ich mich auch ein bisschen normaler an. Leute schreiben, fragen mich, ob ich gesoffen hätte gestern. Nee, habe ich nicht. Bin nur ein bisschen angeschlagen. Fühle mich nicht so richtig fit. Aber geht schon. Deswegen glaube ich auch die ganze Zeit mit Maske rum. Einfach Safety First mäßig. Aber alles cool. Alles cool. Jetzt geht's hier weiter durch Quakenbrück City. Besoffen von der Liebe. Das war nicht meine Frage, ey. Das Jahr 2021 steckt in den Beinen. Ja, es ist so. Steckt in den Beinen, steckt in den Arm. So, dann geht's hier so weiter. Durch die, das ist alles Mittelalter hier, ne? Hier ist nichts neu. Das ist einfach alles alt. Alte Fenster, alte Farbe. Hier ist alles original aus dem Mittelalter. So 15. Jahrhundert. Ist hier alles original. Und das ist die St. Silvesterkirche. Hier hatte ich meinen Konfirmationsunterricht. Genau hier drin. Also, den hatte ich da neben dem Gebäude. Da musste ich hier aber rein. Und hier habe ich dann, hier haben uns Gott und ich per Handschlag begrüßt und haben gesagt,
Wir respektieren uns. Das ist hier passiert. Einfach nur geil, oder Chat? Respekt dafür. Keine Bomben abbekommen. Doch, doch. Hui. Doch, doch, hier ist alles hier ist ganz viel kaputt gewesen. Doch, 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 doch. Alles. So, jetzt kann man hier weitergehen. Hier so lang. Dann geht es wieder quasi zurück auf einen anderen Weg. Wie schön dieses Städtchen einfach ist. Schöne alte Bauwerke. Ja, Krogmann come deliverance. Ist echt so. Groß geht raus an Gott. Ey, es kann auf jeden Fall nicht schaden. Sagen wir es mal so. Hier haben sie einen neuen Asphalt gemacht. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht mehr die Realness, die ich mir von so einer Mittelalterstadt erwarte. Neuer Asphalt, geh weg. Wobei zum Skate natürlich geil. Hier könnte man gut Skateboard fahren. Wahrscheinlich nicht mehr hier. Der Berliner auf Insta war eine Fledermaus, oder? Ja, ist richtig. Dann wird der Ort umbenannt in Krogmannhausen. Ja, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, zu wenig Immobilien. Wir haben nämlich gar keine Immobilien in der Stadt. Ihr wisst schon, man kann Städte nur einnehmen durch Immobilien oder durch sympathisches Verhalten, durch Einfluss der Bevölkerung. Daran arbeiten wir, glaube ich. Aber Immobilien können wir, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir müssen einfach so einfach nett sein. Wir müssen die Stadt einnehmen durch Nettigkeit. Durch Twitch-Zuschauer. Wer heute draußen in Quakenbrück, nicht in irgendwelchen Häusern, hier gibt es bestimmt noch irgendwelche krassen Twitch-Streamer und Streamerinnen, die ich nicht kenne, aber wer draußen auf den Straßen in Quakenbrück die meisten Zuschauer hat, der hat auf jeden Fall schon mal einen großen Anteil daran, dass die Stadt eingenommen ist. Twitch-Goals für die Woche. Eine Immobilie pro Woche sollte drin sein. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Jetzt gehen wir so einen kleinen Gang. Wir sind gleich beim Stadttor. Ein kleiner Gang mit euch. Hier ist auch die Hase, die fließt hier überall. Finde ich immer sehr schön. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. Hier hinten auch. Ein Wasserrad. Ich hätte noch einen abbiegen müssen. Dann wären wir auch noch zu so einem alten Wasserrad gekommen. Aber ist egal. Da kommt da hinten beim Krankenhaus, ist die unschöne Ecke. Ja, klar. Das ist klar. Nee, komm. Ist in Quakenbrück die Bundeswehr sehr präsent? Ja, in der Neustadt. Also in dem Stadtteil genannt Neustadt. Da gibt es eine große Kaserne. Ich glaube, die waren auch die ersten, die Impfmittel für den Nordkreis gelagert haben. Auf jeden Fall. Kann man so sagen, Chat. Sollte mal Quakenbrück einen Besuch abstatten mit Fotoapparat? Jo, auf jeden Fall. So, und jetzt geht's hier links. Hier ist das Stadttor. Das ist wirklich auch oldschool. Das ist die Hohe Pforte. Da haben die Ritter von früher, wobei es gab hier keine Ritter, wenn ich das richtig im Geschichtsunterricht verstanden habe. Es gab hier nur sogenannte Burgmänner. Das waren keine Ritter. Es waren aber auch Leute mit Schwertern. Die standen in diesen Türmchen und da war eine Stadtmauer drumherum. Und haben halt rausgeguckt und wenn sie halt Gegner gesehen haben, sie halt abgestochen und nicht mit denen geredet. Da waren die einfach korrekt drauf. Gab es einfach sofort eine Messerschießerei mit Schwertern. Ja, so war das hier. Weggefrackt. Ist ganz geil, oder? Ich finde das ganz geil. So. Jetzt kann man da durchgehen? Zugang zum Fachdienst Jugend. Landkreis ist frei. Ich guck mal. Ob man hier durchkommt? Achso, nee, kommt man nicht, ne? Nee, komme ich nicht durch. Nee, dreh ich da um. Wir hatten einen Ritter, der hat unsere Stadt gegründet. Vor ca. 57 Jahren. Pah, was für eine junge Stadt seid ihr denn? Quakenbrück ist auf jeden Fall älter. Falls du einen Städtekrieg haben willst, keine Chance, wir können es verbinden. Hier ist übrigens ein Frosch im Boden, dass du Bescheid wisst. Ist alles real. Pumas. Vorsicht, Pumas. Das ist auch geil. Ja, so ist das hier. Ich drehe wieder um. Ich habe auch keinen Bock mehr lang zu laufen, muss ich sagen. Wir haben Weinberg. Komisch, da hält der Akku jetzt auch noch ein bisschen. Ich dachte, wir werden schon längst RIP. Aber ist okay. Wo ist der Rest der Stadtmauer? Weggebombt, glaube ich. Weiß ich nicht. Weg. Alles weg. Weißt du, was mit dem Frosch zu tun hat? Ich überlege gerade mal. Ich glaube, nee, so richtig kriege ich es nicht hin.
Das hatten wir aber natürlich auch damals in der, weiß nicht, vierten Klasse im Geschichtsbereich. Ich glaube einfach nur wegen der Phonetik, Quaken und Frosch. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Marketing-Gag. Ich glaube, der hatte eigentlich ursprünglich nichts damit zu tun, was ich richtig hatte. Aber ich weiß auch nicht mehr. Es geht halt um eine Brücke, ehrlich gesagt. Um eine Brücke. Ach so, um eine Brücke, an der die Frösche laut sind, glaube ich. Irgendwie sowas. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung, massiv reduziert. Muss der Müller, lass uns den Müller eins auf die Schnauze hauen. Hätte ich Bock drauf. Also nicht wie Stolpersteine. Massiv reduziert. Ey, gleich kommen wir beim Grillstopp vorbei. Heißt jetzt Futterluke. Ich liebe das. Da gibt's so richtig, ohne Scheiß, Leute, das ist kein fancy Burger, ne? Das ist so richtig shady. So richtig shady Shit. Und ich find's einfach geil. Grillburger, beste. Das ist einfach so richtig, so ein echter, reeller Schmierburger aus dem Imbiss halt. Nicht so ein fancy, wir gehen jetzt Burger essen Burger, sondern so ein geiler. So ein geiler für 2 Euro oder so. Oder für 1,50, ich weiß nicht. Das ist einfach richtig geil. Ich liebe das. Hier, Grillstopp. Shoutout. Ruhetag. Ist einfach niemand. Was sind die Leute? Ist niemand da. Quakenburg habe ich mal eine archäologische Untersuchung in einem Fachwerkhaus gemacht. Direkt am Markt. Quakenburg jetzt ist jetzt schon viel größer, als ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Können auch mal in den Stadtpark gehen. Wollen wir in den Stadtpark gehen? War ich auch schon 1000 Jahre nicht mehr. Hier so lang. Ein bisschen windig. Aber geht schon, ne? Kann ich auch noch mal kurz chillen. Schon wieder außer Puste. Muss ich sagen, Chat. Wie viele Einwohner? Ich glaube 13.000. So okay, viele. So, das ist der Stadtpark. Nicht so sonderlich spannend. Da hüpfen Kinder auf dem Spielplatz. Oh, eine ganze Entenfamilie, das finde ich interessant. Viele Enten. Das wusste ich nicht, dass hier so viele Enten sind. Das ist ja schön. Die gucken wir uns kurz an. Guck mal, Mann und Frau. Stockentenfamilie. Nee, einfach nur Mann und Frau, keine Familie. Sind sie aber da. Kann ich ein bisschen ranzoomen? Ja. Dein Bruder war doch gestern bei RTL zu sehen. Weiß ich nicht, kann sein, keine Ahnung. Warum? Was war da? Okay, jetzt wurde gerade verglichen. Quakenburg ist auch nur etwas über 750 Jahre alt. Also sieht da keine große Differenz. Hä, sind das nicht schon 775 Jahre? Ich glaube, es sind 775 Jahre. Und das ist hier wohl eine große Differenz. Sind 25 Jahre mehr, willst du mich verarschen? Das sind die entscheidenden Jahre. Das ist auch, ich habe Civilization gespielt in der Frühzeit. Da sind die wichtigen Entscheidungen zu fällen. Da musst du schnell sein. 25 Jahre können alles entscheiden. Ob du schon einen Ritter entwickelt hast oder nicht. Das ist doch klar. Auf Pro7 Galileo kam gestern die Max-Mustermann-Geschichte. Ach so, ja, dann war das gestern so. Das ist aber nicht mein Bruder, sondern das ist sein Sohn, also mein Neffe, exakt. Aber kann natürlich sein, dass Thomas auch zu sehen war. Das weiß ich nicht, verfolgt das nicht so. Ihr seid doch nicht mal in der Feudalzeit, also rede nicht rum, ja? Das ist auch geil. Komm, wir gehen nochmal zu den Berlinern. Haben einen kleinen Gang gemacht. Netz hat sich gefangen. Hier ist die andere Kirche. Jetzt sind wir wieder am Marktplatz. Gehen wir nochmal hin.
Löning ist 822 Jahre alt. Guck, das ist natürlich, da muss man natürlich schon niederknien. Ist einfach so. Guten Rutsch. Habt ihr wenigstens ein Monument? Doch, haben wir. Zeig's euch. Zeig euch das Monument und da werdet ihr staunen. Da werdet ihr alle staunen, wie gut entwickelt Quakenbrück ist. Sehr gut entwickelt. Das ist unser Monument. Damit ist so alles gesagt. Oder? Ja, keine Nippel, da wird nichts gebrannt. Kolumnschwester. Unser Monument. Okay. Ich mag auch den Frosch. Ich mag auch den Frosch da vorne. Ist auch schön. Naja. Gucken wir mal. Er schaut direkt in meine Seele mit seinen Bubis. So, gucken wir nochmal, was die Berliner machen. Yoda mit Brust. Ist auch gut. Ich find's gut. So, hier ist bestimmt wieder, hier ist wahrscheinlich immer noch super viel los. Da stehen sie immer noch, die Leute. Aber Thomas backt. Thomas! Ja, hallo! Wo ist denn deine Maske? Also die Augenbrille? Du bist doch der Bäckermann. Ist doch gut. Das ist wichtig. Hallo, grüß dich. Hallo, Matthias. So. Hast du einen Rundgang gemacht? Ja, einen Rundgang gemacht mit den ganzen Leuten hier. Die wollten Quakenbrück mal sehen. Ja. Was hast du denn auch bezahlt? War schön. Hier den Stadtbrunnen mit den Brüsten. Und hast du auch gezeigt, wo wir da Abendessen gehen? Nee. Nee, noch nicht. Ja. Sind das jetzt die Letzten? Das sind die Letzten. Wie viel hast du denn noch? Hier sind die Letzten. Die letzten Letzten. Das sind die Letzten. Wie viel sind das? 24? 20. 24? Sind die Letzten. Wie viel hast du noch danach? Das sind zwei bunte Stäbchen, habe ich gerade gemerkt. Weiß auch nicht. Sind denn schon die anderen alle verkauft, Thomas? Tschüss. Lieb, war das heute ein gutes Geschäft, willst du sagen? Naja, ein bisschen viel Marmelade habe ich heute verbraucht. Ja, ne? War nicht ganz wirtschaftlich, ne? Kann wenig. Ja. Das ist zu viel Marmelade. Ich zum Beispiel würde ja gar nicht so viel Marmelade mögen wollen. Ne? Ich jetzt. Nee, aber manche Leute sagen, Mann, sind die Bäcker geizig, wenn die nur zwei Pumps da reinhauen. Das kann man wohl sagen. Ne, was sind die wenn geizig? Ich kann mal Marmeladen gehen und fragen, wie viele Pumps hast du denn in Berlin da drin? Ja, und wenn du sagst, zwei, würde ich nicht kaufen. Ne? Und ich sage, nee. Dann schöne, weiß ich besser. Schöne Grüße von Crossi LP. Der schreibt, du alte Kanne, wie geht's dir? Aber 10 Pumps sind auch heftig, muss man sagen. Das traut sich nicht jeder. Muss man erst mal machen. Das wird ja Berliner auch wahrscheinlich noch dicker. Ne? Ja, vor allem irgendwann platzen die auch. Nee, das glaube ich nicht. Nee? Das kühlt er raus. Und wie viele Berliner hast du heute gemacht? Kann man das sagen? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Weiß ich nicht, ob man das so anfangen. Na gut, wie viel ungefähr? Circa. Circa 10? Circa 20. Hier, Gino 8 findet ihr am besten ungefüllt. Kann ja, ich auch. Verstehen wir alle. Verstehen wir alle. Mit Guss, muss ich sagen. Ungefüllt und mit Guss. Ja, das ist Premium. Das ist Premium. Aber früher hat man immer die mit Guss gemacht, die nicht so schön aussahen. Ja, um die dann trotzdem zu verkaufen, ne? Genau. Um teurer noch zu verkaufen. So, weil das ja Guss drauf ist. Ja. Ist so. Hallo? Ja, tschüssi. Ja, irgendwas hat er gesagt. Weiß nicht. Vielleicht essen wir auch mal Berliner. Haben wir schon Berliner gegessen heute? Ne, haben wir noch gar nicht, ne? Kann er gar nicht. Moin. Hallo. So, Matthias, hast du auch schon mal Berliner gegessen hier? Ich hab eben einen. Ja, die sind schön. Der war noch schön. Pralle Berliner, ne? Warm und lecker, ne? Warm und lecker. Thomas hat hier gerade Zuschauer, der macht das gerade im Internet. Der überträgt gerade hier alles ins Internet, Thomas. Alles total ja. Live. Und Thomas hat gerade 930 Zuschauer, die zugucken, wie er Berliner macht. Hat er jetzt gerade? Ja, 930 Leute. Das Gute ist, dass da gar kein Zucker in der Marmelade ist. Das ist das Positive. Und die Leute schreiben, man könnte ihnen den ganzen Tag beim Pumpen zugucken. Das ist einfach das Allerbeste. Wie du pumpst, ist einfach, das beruhigt die Leute, Thomas. Ja, frag mich mal. Das ist das, was die Menschen, ich wäre ganz hibbelig. Das ist das, was die Menschen in dieser heutigen Zeit brauchen. Jemand, der pumpt. Oh. Jemand, der die Berliner voll pumpt. Das ist einfach, das gibt. Leben auch mit der Zeit, ne? Das gibt die Ruhe.
Die letzte aber jetzt ein bisschen langsamer. Oh. Weißt du, was auch neu wäre? Das ist auch ein ganz neu. Man pumpt einfach von der anderen Seite nochmal. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja ein richtiger, das ist ja richtig link. Das ist ja richtig link. Da weißt du ja gar nicht mehr, wo du reinbeißen sollst. Geht ja immer in die Hose. Wir können ja auch ein paar Fakes machen. Das ist richtig geil. So, jetzt bring ich die rein. Okay, ja. Haben wir alle drin. Hast du es geschafft? Feierabend? Ja, ist klar. Heißt das Feierabend? So. Guck mal, es gibt noch Fragen im Chat. Bald ist der nächste Schwarzenegger mit dir geschrieben, wenn er so viel pumpt. Das war langsam, ich weiß nicht. Kannst du mal das Fachwerkhaus rechts neben Anno gehen? Da habe ich mal Archäologe ausgebildet. Da hast du mal was gemacht? Als Archäologe gearbeitet? Kannst du mal zum Fachwerkhaus rechts neben Anno 1510 Mark 1 gehen? Ja, das ist nicht weit weg. Da hast du was ausgegraben. Wusstest du was, Matthias? Hier haben Archäologen gearbeitet in Quakenbrück. Ehrlich? Ja, die haben neben dem Anno was ausgegraben. Schreib dir gerade hier mal im Chat. Ah. Da gearbeitet. Was hast du gefunden? Schreib mal. Hast du Schätze behalten? Hast du Gold gefunden? Kannst du jetzt mit uns teilen? Nichts. Irgendwas von 1510 sicher. Ja, irgendwas von 1510 ist sehr wahrscheinlich. Was Altes anscheinend. Illegale Goldgräberstadt Quakenbrück. Das ist doch wieder herrlich. Das ist schön. Eine Pumpe, schöne Pumpe gefunden. Ich mag das Bild. Jetzt haben wir schön noch die Pumpe hier, dass die Leute wissen, was abgeht. Schön die Bäckerpumpe. Das Gerät braucht eine zweite Spritze. Nein. Ah ja. Gut, Leute. Was machen? Warten wir noch kurz auf Thomas? Jetzt haben wir schon 1000 Leute. Die Leute wollen hier was sehen. Thomas, 1000 Leute wollen dich sehen. 1000 Leute wollen dich sehen. Guck mal, weißt du, was ein bisschen schlecht geschneidert ist? Ja. Das hier. Ja, ist echt schlecht geschneidert. Das ist nicht schlecht geschneidert, das ist das falsche Wort. Nee, ist schlecht geschneidert. Unpraktisch. Ist schlecht geschneidert. Unpraktisch. Nennst, wie es ist. Nee, so ist es gar nicht richtig. Ja. Das muss man umschlagen. Thomas, ran an die Meerfrucht jetzt. Ran an die Meerfrucht. So, wir müssen mal in die Zeitungswelt. Ja? Ja. Ja, dann machen wir das. Ich glaube, der Akku ist auch gleich leer übrigens. Hier blinkt es nämlich schon. Ich weiß, es könnte sein, Chat, da seid mir nicht böse, dass das gleich einfach abrupt endet. Weil das hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, guckst du, es blinkt hier wirklich. Es blinkt hier wirklich. Und ich weiß nicht, wie lange es hält. Das hält noch ein paar Minuten vielleicht auch nicht. Gute Leute sagen jetzt, ich mache einfach einen neuen auf. Ja, aber ich hab ja keinen Wechselakku. Ach so. Ich habe noch keinen Wechselakku. Was soll ich denn machen? Das ist ja natürlich auch schlecht. Na, ich lasse das einfach real zu Ende laufen. So. Hast du eine Amazon-Wishlist für eine Powerbank? Nee. Lass hier Abos da, das ist gut. Das hilft. Abos da lassen ist immer das Beste. Guck mal, so muss es ja sein. So ist hochgekrempelt, ne? So. Hast du eine Wechselhose dabei? Drunter jetzt? Ja. Unter der Hose noch? Ja, das wär schön. Abo für Abo. Pumpers. Kannst du noch irgendwas pumpen? Nee, wenn jetzt pumpst, wird's dreckig. Das ist ekelhaft. Dann kann man ja mal zeigen, was passiert. Ne? Ja. Das war nur ein bisschen. Ne? Da sieht man mal, was passiert. Wie hoch kann man das pumpen? Wenn du deinen Rumpa drüber steckst, ja, wie? Ich mal richtig zu lang. Ich denke, das will der Chat sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ist, naja. Ich denke, das will der Chat sehen. Vorsicht, Lebensgefahr. Wie jeder, der jetzt einen Sub da lässt, bekommt Berliner. Nee, Berliner ist noch verkauft. Sind fast alle weg. Guck mal, da werden die letzten noch eingepackt. Mutzenmann auch noch. Ja, ein paar Berliner sehe ich schon noch. So, ich muss einfach in die Zeitungswelt. Willst du hier bleiben oder willst du mit? Nö, weißt du was? Ich würde sagen, ich gehe dann einfach Richtung Heim. Und dann sehen wir uns später. Ja. Faust drauf, ne? Faust. Tschüss. So, tschüss, Chef. Ja, tschüss, tschüss, Chef. Matthias, tschüssi, ne? Ja. Bis dann. Gut. Ja, machst du auch gut. Tschüssi, guten Rutsche. Bis wieder zum Pferderennen, ne? Ja, bis zum Pferderennen dann. Ja, 5 Jahren. Das gehen wir hier lang. Leute, jetzt gehen wir hier lang. Jetzt gehen wir hier lang. Mit Senf macht er auch. Tschüssi. Ja, wird.